schön. Rosmarin, das duftet. Das ist. Und was, du machst einen Huhn, ne? Ja, ich mache ein Poulet Provençal. Provençal. Ja, da wohne ich. Also die Hälfte des Jahres. Ja, du bist viel in Frankreich. Und bist du nicht auch aufgewachsen in Südfrankreich? Ich bin aufgewachsen in Südfrankreich und in Deutschland, immer so pendelweise. Ja. Und habe jetzt ein Haus in der Provence. Oh. Und ich mag einfach die ganzen Gerüche und alles dort. Und ist das jetzt ein Rezept, das du irgendwie dort von jemandem bekommen hast? Oder? Halb, also halbwegs so den. So. Du denkst dir das dann selbst Provençal aus? Provençal à la Anouschka, genau. Ah, sehr schön. Also, wo? Was also, ist zuerst das? Einmal also muss man eine ganze Menge Rosmarin haben. Ja, und dann einen Teil Rosmarin lässt man so, wie er ist. Und den anderen hackt man klein. Weil ein Teil davon wird nachher vermischt mit Knoblauch und Honig und Butter. Das ist ungewöhnlich. Und wird dann als Paste auf das Huhn getan. Aber das Huhn selbst füllt man eben mit Pfeffer und Salz. Hier ist Salz. Hier. Ja. Salz. Also. Dunklen Pfeffer wahrscheinlich, ja. Ne? Normalen. Ja, also hoch, einmal füllen. So. Dann Knoblauchzehen. Aber was ich so ungewöhnlich finde, ist Knoblauch irgendwie und Honig. Mit Messer nicht ganz geheuer. So, sehen wir. Bist du lieber ein kleines? Nein, das ist schon okay. Ja, ich hab auch kleine. Bei mir ist halt alles nicht so modern wie bei dir. Na ja. Also Knoblauch, ein bisschen mehr. Ja. So. Sehr schön. Und den Rosmarin reinstopfen, ja, ein bisschen kleiner. Fantastisch. Rein in den Popo. Das ist ja toll. Das muss natürlich einen Duft geben. Das und noch ein sehr Löffelchen von dem Honig. So, zack. Ja. Ach, auch rein. In den Po. Ja, weil das weicht ja dann alles auf. Aber das mit dem Honig ist nicht provenzalisch. Das ist von dir, oder? Doch, es wird ganz schön viel mit Honig gekocht in Südfrankreich. Ganz, ganz viel. Ach, das habe ich nicht gewusst. So. Toll. Ja, vielleicht kann man noch ein bisschen Butter reintun. Das ist innen drin auch ein bisschen. So, das hätten wir. Aha. Das reicht schon. Ja. Und dann eben das Huhn außen auch. Aha, wahrscheinlich auch noch mal Pfeffer. Genau. Bringe ich dir noch mal die Pfefferhühne. So. Mhm. So, und dann, das lege ich jetzt mal zur Seite kurz. Ich mache alles dreckig. So. Und dann nehme ich hier den Butter. Den Butter, ja, den Butter. Und dann presse ich. Dann presse ich den Knofi. Super. Wenn es geht, halt. Ah, so. Ja. Ich mach's dir. Ja. Draußen bin ich. Okay. Supi, warte mal, ich muss ein kleineres Messer besorgen, um das rauszukratzen. Warte mal. Hier. So. Okay. Noch eins? Ja, drei Stück. Drei? Au. Ja. Oh. Ah. Das ist mein Kraftsport. Genau. Ich muss nicht ins Studio, ins Bodybuilding-Studio. Da ist ja noch ganz viel. So. Ja, das können wir dazu nehmen. So, dann mache ich schon mal den Honig rein. Ja, also das ist wirklich eine wilde Mischung. Honig und Knoblauch, das habe ich überhaupt noch nie gehört. Aber das ist ganz toll, weil dann wird das Huhn ganz, ganz knusprig. Ja, nee, bestimmt. Und, das ist nur so ungewöhnt. In Marokko zum Beispiel und in solchen Ländern, da kochen die ja ganz, ganz viel mit Honig. Honig und Knoblauch. So, toll. Und dann hier auch Salz und Pfeffer. Nein, ich mache das ganz alleine, ich bin ganz eigenständig. So. Ich meine, soll ich dir einen sowas geben? Ich wollte mir dann gleich danach die Hände waschen. Okay. So. Und das ist der schwarze Pfeffer, richtig? Ja, das gut ist erkannt. Schwarze. Sehr gut. Toll. So, und das muss jetzt irgendwie vermanscht werden. Irgendwie mit einer Gabel. Zum Beispiel so. Im Augenblick, so. Wenn du Theater spielst, kommst du dann nicht so viel zum Kochen wahrscheinlich. Nee, ich habe Theaterproben im Moment und wohne in einer möblierten, scheußlichen Wohnung und gehe immer nur essen jetzt. Aber wenn ich. Aber normalerweise wohnst du doch in Berlin. Ich wohne in Berlin. Und von April bis September bin ich dann ganz viel in Südfrankreich. Mhm. So, das reicht eigentlich schon. Ja. Mit dieser Paste. Ja, hier versuchen. Zu Hause sieht das alles aus bei mir wie bei Schweins, aber hier versuche ich mich etwas zivil zu verhalten. Also du, ich bin auch nicht gerade der ganz feine, aufgeräumte Kocher. So, dann nehme ich die ganze Angelegenheit und das macht Spaß. Ah. Und reibe das Huhn damit ein. Das ist ja fast kosmetisch, ne? Ja, genau. So wie die, damit keine Falten Masken, kriegt. Ja, genau. So. Das ist eigentlich hauptsächlich, also Diät ist es nicht, aber gut, ist ja egal. Gut, damit hinterher das Rosmarin dran klebt.
Man kann auch, aber das finde ich überflüssig, man kann auch ein paar Brotkrümel noch machen, aber ich finde, das ist nicht so nötig. So. Ist ja toll. Also, so. Jetzt allerdings finde ich es unappetitlich. In dieser Art habe ich eigentlich noch nie einen Huhn zubereitet erlebt. Das ist toll. Eigentlich ist es besser, wenn man die Butter so ein ganz, ganz kleines bisschen lauwarm werden lässt, weil dann hat man dann nicht so Klumpen drauf. Ja. Dann sieht es ein bisschen besser aus. Aber das ist toll. Ja. Hast du eigentlich damals, als wir uns kennenlernten in New York, da warst du sehr jung. Ich 17. Oder? Hast du da schon gekocht? Nö. Naja, was man da halt so kocht, einen Hacksteak in die Pfanne gehauen oder Kartoffelpüree oder Grießbrei. Ja. 2 Jahre war ich da. Ja. Du hast aber toll gekocht. Ich habe für dich gekocht, für euch, ja klar. So. Heiliger Abend. Naja. Rehrücken. Auch schon mal besser gerochen. So, und dann kommt... Jetzt kommt noch mal... Das kommt jetzt überall drauf und das ist eben das Leckere, dieses Rosmarin mit dem Honig. Wie man das schmeckt, bin ich gespannt. So, das war richtig dicke. Ei, ist das toll. So. Das ist ja fantastisch. So, jetzt. Und dann normal ins Rohr? Dann ganz normal. Eigentlich, also bei mir zu Hause ist es ein bisschen anders als bei dir, weil ich habe so einen Spieß, der sich dann dreht. Dann nehme ich halt, diese Gemüse und lege sie genau wie jetzt runter, halbiere Tomaten, mache etwas Knoblauch, was ich jetzt nicht gemacht habe. Ja. Doch, da ist ein bisschen Knoblauch und ein bisschen Brot, Krümel drauf, so. Ach so, und das tropft dann? Genau, dann kommt dann oben drüber das Huhn auf so ein Ding. Ja, aber du hast so einen Spieß, wo es sich dreht. Ich habe einen Spieß, aber dann fällt es einfach runter. Und dann durch diesen ganzen Duft brät das davon selbst unten. Super. Und das schmeckt echt super. Und die sind roh? Die sind roh, aber das müssen kleine Frühlingskartoffeln oder so sein. Also jetzt nicht die fetten. Und auch mit Schale, dann wird die Schale auch ganz knusprig. Aber jetzt, da ich diesen Spieß nicht habe, legst du es einfach drauf, oder? Okay. Kann man doch auch machen. Ja. Und du hast ja eins natürlich schon drin. Willst du das jetzt hier noch drauflegen? Nee, das geht ja nicht. Das müssen wir in den Ofen tun. Ich dachte, du legst es hier drauf. Ich kann es hier drauf machen. Ah, das kann ich machen. Verstanden. Hier drauf tun. Ja. Und dann tun wir es in den Ofen. Ja, na, das brauchen wir ja jetzt nicht. Auf die eine Etage und dann auf die zweite. Und dann wird es so. Ja? Alles klar. Jetzt müsste das hier eigentlich fertig sein, ne? Ich glaube, das läutet auch gleich. Ich sehe. Riecht aber noch toll. Toll. Na, guck mal, siehst du, die Kartoffeln sind auch knusprig. Alles ist knusprig. Ah, das ist aber auch schön. Ja. Es ist jetzt fertig. Ja. Ja, siehst du? Gut, dann hole ich das mal raus für dich. Pass mal auf, wie machen wir das? Mach hier Platz? Ja, ich tue mal das Huhn. Warte mal, ich mach das mal alles weg. Naja. Okay, So. Toll. Lecker. Ja. Möchtest du tranchieren? Wenn du willst. Ich schreibe mich nicht drum. Das ist ganz, ganz knusprig. Richtig super lecker. Warte mal, ich... Das ist gefährlich, da müssen wir ganz doll aufpassen mit dem... Es ist heiß alles. Das Gleiche kann man auch mit Fisch machen. Man kann sich auch so eine Dorade kaufen. Ja. Das Ganze dann aber ohne Honig, weil Honig passt nun gar nicht zum Fisch. Nee. Und dann schmeckt das auch toll. Aber auch mit dem Rosmarin. Auch mit Rosmarin. Ich finde Rosmarin und Knoblauch einfach toll. Mmh. Mit der Schere? Mal. Ja. Ehrlich? Du wirst lachen. Es geht ganz, ganz toll. Ich gehe schon mal in Deckung. Nö. Soll ich halten? Ich halte mal, warte mal. Das geht. Guck mal. Ha. Toll. Ist das super. Mensch, das ist ja knusprig. Die haut nicht weg. Nein. Ich geh dir mal aus dem Weg. Weißt du was? Ich mache auch hier. Wo sind denn die Teller? Ich kann die ja mal holen. Da oben. Da oben. Die? Die flachen daneben. Die. Okay. Ich will nicht dann deine Vorspeise da alles durcheinander bringen. So. Und einen Servierlöffel für das Gemüse. Ja. Da.
bin ganz sprachlos, weil ich so fasziniert bin. Wir müssen ja nicht so viel drauf machen auf den Teller. Nein, das sieht ja nun gar nicht fein aus. Zu viel, ne? So. Alles wird ganz knusprig und schmeckt, also ich liebe ja, das. Ja, glaube ich. Guck mal. Ach so. Gut, einer kriegt ein Bein und einer kriegt Ich hätte aber lieber eine Brust. Na gut. So. Gott, oh Gott. So. So, jetzt tust du ein bisschen was von dem Gemüse drauf. Ja, wunderbar. Was trinken wir denn dazu? Einen roten oder einen weißen? Ich habe einen Toskana, einen schönen aus der Toskana. Ja. Sollen wir den mal probieren? Und zu meinem, ich mache ja Schrimps gleich, da passt dann der Weiße, glaube ich, ganz gut. Das ist ein richtiger... Soll ich hier mal ein bisschen aufräumen? Ja, ja, vielleicht. So, ja, vielleicht so. Ein bisschen. Aber so eine Küche möchte ich auch mal haben. Ja, du, das ist... Bei mir ist alles etwas primitiver. Ein Segen, dass man so viel Platz hat. Mhm. Das ist aber auch, ich bin dadurch immer verwöhnt und verleitet, eben nicht immer aufzuräumen, weil man stellt es einfach weg und es ist dann aus dem... Und dann kommen die Einzelmännchen. Ja. Das ist das einzige Lästige am Kochen, ne? Ja. Also, ist egal. Alles bestens. Ja. Ich nehme noch unseren vornehmen Servietten. Genau, danke. Vornehmen, ja. Oh. Okay. So, erstmal vielen Dank für das tolle Huhn. Bitte, Prost. Bitte. Der ist lecker. Ja. Die Gläser sind auch schön. Meine Alfredissimo-Gläser. Kann man es essen? Aus vollem Herzen. Zuschauer sagen mir oft, ich würde immer sagen, das stimmt nicht. Könnte ein bisschen mehr Salz, aber sonst ist es toll. Ja, für mich nicht. Ein bisschen mehr Salz drauf. Hi. Nein, aber die Kruste ist dann auch so lecker, ne? Finde ich auch. Kommst du denn überhaupt noch zum Kochen? Bei mir ist es einfach so, meine Tochter isst am liebsten nur Fischstäbchen oder Ravioli aus der Dose mit 2 Jahren. Dadurch werde ich da im Moment nicht so gefordert. Aber du kochst schon, wenn du nicht drehst und so? Mhm. Gerne, ne? Ja. Auch für Freunde? Aber nur für Freunde. Ja. Für mich selber oder so. Macht nicht so viel Spaß. Nee, mache ich mein Brot. Das Einzige, was ich mir selbst mache, ist Spaghetti. Ja, gut. Aber dann ganz einfach nur mit Butter und Salbei und ein bisschen Parmesan oder so. Aber Pasta ist ja, da kann man doch auch viel Fantasie entwickeln. Ja. Ne? Mhm. Muss man auch nicht ins Buch. Nö. Guckst du überhaupt den Kochbuch? Nee, hab ich noch nie ein Kochbuch angeguckt. Ach. Ich improvisiere. Manchmal haut's hin und manchmal schmeckt es auch ganz furchtbar. Ja, das ist so beim, dann, ja. beim Improvisieren. Das soll es geben. Aber du, das ist toll. Mhm. Also das mache ich wirklich nach. Vor allem auch, sieht es natürlich sensationell aus für Gäste. Das ist natürlich, das ist, was ich vorhin schon gesagt habe, das ist, was hermacht. Ne? Ja. Und diese Mischung ist toll aus Honig und Knoblauch. Das hätte ich nicht gedacht. Aber wir haben, wir hätten noch mehr. Also ich mache eigentlich noch ein bisschen mehr. Noch Knoblauch? Knoblauch, ja. Aber das traue ich mich immer nicht. Aber es schmeckt gar nicht so intensiv. Nee, Knoblauch. Eben deshalb. Ich mache dann noch mehr. Das ist toll. Sag mal, du warst, als du also klein warst, viel unterwegs. Ne? Weil die Kann Eltern, man so sagen, ja. Also in dem Sinne, hast du irgendeinen Platz, wo du sagst, das ist meine Heimat? Ja, also Berlin auf jeden Fall, obwohl Berlin nicht so schön ist, aber da fühle ich mich eigentlich zu Hause und Südfrankreich. Südfrankreich, doch. Ja. Ja. Also da habe ich einfach so die Gerüche, die Farben, also das ist, das ja ist auch meine Heimat. Kindheit, ja, und das habe ich einfach ganz stark, also alleine schon Kochen macht dort auch viel mehr Spaß, weil auf den Markt gehen dort Spaß macht. In Deutschland, im Supermarkt, da habe ich schon wieder keine Lust. Es ist unglaublich, selbst ein kleiner Ort, wie viele verschiedene Gemüseläden, und alles Markte, riecht toll und alles sieht schön drei aus. Drei Fischgeschäfte. Und schmeckt auch anders, auch eine Tomate schmeckt anders. Irgendwie. Ich habe mal ein Haus gemietet in Vence. Das ist nicht weit, ja. Ja, und dann sind wir, da konnten wir selbst kochen. Dieses Einkaufen war eine Wonne. Mhm. So, jetzt, ich nehme noch ein kleines Stück, weil ich das so gut finde. Und dann mache ich dir ein paar Schrimps. Thailändisch, oder wie? Ja, Kokosnuss? Mit Kokosnuss. Darf ich dann noch ein bisschen essen, während du kochst? Ja, natürlich.
Ich weiß gar nicht, ist das thailändisch mit Kokosnuss? Ich glaube, ne? Ich habe mal sowas ausprobiert mit ganz viel Kokosnuss und Zitronengras. Ja. Und das war auch ganz toll. Also ich glaube... Oder Ingwer. Das ist jetzt eigentlich so ein einfaches Gericht. Weißt du, inzwischen, das finde ich aber auch gut so, gibt es viele Sachen, die sind asiatisch beeinflusst, aber jetzt nicht original asiatisch, sondern diese Euro-Asian, dieser Mix. Da kann man aus, alles machen, wie man will. Finde ich auch gut. Ja, das finde ich auch gut. Schau, ich schneide, halbiere die, weil ich sonst... Es geht schneller, wenn sie halbiert sind. Und sie liegen besser in der Pfanne. Die habt ihr natürlich vorher schon geschält und den Darm rausgenommen. Na, das ist ja. Das kann man aber machen lassen, oder? Ja. Das sind so die Dinge, von denen ich mich ein bisschen. Ja. Also Fisch lasse ich immer alles leeren und Huhn auch. Und, ja. Ja. Hast und der nicht Kopf und die Pfoten müssen ab. Ich finde das nicht so. Also ich habe da keine Probleme eigentlich. Ich bin aufgewachsen, weißt du, als Kind im Krieg hatten wir zu Hause. Hühner, Kaninchen und die wurden geschlachtet und ich war dabei, ich habe das alles gesehen. Aber es ist ja Glück, dass du auf dem Land warst, ne? Ja, es war so eine Kleinstadt und man musste ja alles haben. Es gab ja nicht so viel zu kaufen und da hat man das alles selbst gehabt. Und da habe ich eigentlich gar keine irgendwelchen Berührungsängste mit den Tieren. Na, ich mache nur eine. Aber könntest du auch wirklich jetzt noch irgendwas schlachten, wenn du essen müsstest? Ich würde wahrscheinlich verhungern. Nein. Ich würde mich von Bären ernähren oder von irgendwelchen Kräutern. Nein, natürlich könnte ich das nicht. Aber ich meine nur, ich habe... Nicht mal Fischen schaffe ich. Es bricht mir das Herz. Wenn so ein Fisch da an der... Ja, also zappelt, das stimmt, dann bin ich denke auch, nee. So. Ich denke, das reicht so als Vorspeise, oder? Ja, na ja. Also gut. Na ja, wenn du sagst, du willst nur eine, mache ich noch eine. So ist das nicht. Schön. Ich mag ja Shrimp sehr gern. Ich auch. Und... Das ist übrigens interessant, dass tiefgekühlte, also tiefgefrorene Fische nicht gut sind, aber Schalentiere, auch Langusten und so, die sind dann besser? Die sind nicht besser, aber die verlieren nicht irgendwie durch das Tieffrieren, weil das so ein festes Fleisch ist, ne? Ja. Fisch ist das ja wird so, dann nicht gummihaft oder so. Überhaupt. Nee? Die sind alle tiefgefroren. Die werden ja auf dem Schiff, wenn die gefangen werden, schon tiefgefroren. Ja klar, sonst kommen sie an und sind nicht ganz. Nee. Aber auch Langusten und so kann man tiefgefroren kaufen und die schmecken genauso gut, während kann ich dir Fisch was helfen, hasse. Dann? Nein, ich will dir sagen, ja, erklär dir mal, das gibt es, ja muss ich, das ist Fenchel, den habe ich einfach auf so einem Hobel, die sind ganz toll, die sind super scharf und gut, das ist gut, habe ich einfach schön ganz, ganz dünn gehobelt. Schmeckt süß. Gestern und mit etwas Zucker, Salz, einem Traubenkernöl und einem Essig habe ich das eingelegt über Nacht. Mhm. Schmeckt und toll. Es mariniert praktisch. Und hast du probiert? Ja, mit dem Finger. Gut. Ja. Und da kommen die gleich drauf. Gut, ne? Toll. Weißt du, dass ganz viele meiner... Olivenöl, Essig aber auch, oder? Essig, nicht Olivenöl, Traubenkernöl. Traubenkernöl. Kannst du natürlich auch mit Olivenöl machen, aber ich mache das mit Traubenkernöl. Das hat nicht so einen starken Eigengeschmack. Ja. Ne? Ich finde Olivenöl manchmal ein bisschen stark. Guck, ist noch nicht heiß genug. Weißt du, dass viele meiner Freunde kein Fenchel mögen? Und ich glaube, das liegt daran, dass sie als Kinder immer Fencheltee trinken mussten, ja, wenn sie erkältet waren. Ja. Und das ist nee, wirklich bei nicht... bei Blähungen. Oder meine Tochter. Babys haben noch immer Blähungen, dann kriegen und dann kriegen die Fenchel. Und deswegen essen viele keinen Fenchel. Und ich finde ihn wunderbar. Ja. Und am Schluss nehme ich noch ein bisschen von dem Grün, dekoriere das. So. In Frankreich wird ja auch Fisch sehr viel mit Fenchel gemacht. Ja. Lou für Nui. Also ja. Und dann ist der richtig knusprig und dann schmeckt er auch gut. Ja. Ja, also in Frankreich ist das ja ein sehr verbreitetes Gemüse, ne, Fenchel. Mhm. Bei uns in Deutschland noch nicht so sehr. Dabei wird es jetzt sogar im Rheinland angebaut. Also früher kam das immer nur von außerhalb. Weißt du, was du machen kannst? Nee. Das ist ja schon fertig, der Salat. Du kannst auf der zwei... Der kommt da nicht mit rein. Nein, auf zwei Tellerchen. Ja. Für den Fisch nehme ich immer... Also kleinere? Ja. Okay. Beim Fisch nehme ich nicht so gern die Holz... weil die den Geruch annehmen. So, jetzt tue ich da ein bisschen Chili. Guck mal, ich habe so kleine. Das sieht auch so schön aus. Und macht so. Aber im Mund, ja, schön scharf. Darf es ein bisschen scharf sein oder bist du empfindlich? Ja. Ach, guck mal, das ist nicht. Ich kann es ja raussortieren. Genau.
Also sieht sehr schön aus. Mhm. Ich finde, man kann auch kochen, ohne dass man sich stundenlang damit aufhält. Nee, also ich habe ganz wenige Gerichte, das mal so am Wochenende, wenn ich Gäste habe, und dass ich so richtig stundenlang in der Küche stehe. Aber das meiste, was ich mache, ist sehr einfach. Also Kokos, ja, das ist doch wahrscheinlich thailändisch, du hast recht. Kokosraspeln. So. Und da machst du dann keinen Zucker mehr? Nee. Nur so? Das ist denn süß von selbst, ja, ne? Ja, ein bisschen süß, aber nicht richtig. Nee, nein. Süß. Du, das ist wie Vanille. Wir verbinden das immer mit süß. Ich habe ein Rezept, Kaninchen mit Vanille. Weil Vanille ist ja nicht süß. Nur wir kennen es immer nur ja, als Pudding und so weiter, ne? Dr. Aber, Oetker. Ja. Aber Vanillepudding. Ist, ja. Guck mal, jetzt wird das so ein bisschen braun. Sieht schön aus. Aber die müssen schon durch sein, ne? Richtig, ja. Nee, also rohe Shrimps. Ich habe einmal aus Versehen in einen reingebissen. Das weiß ich noch. Aber rohes Huhn ist auch nicht ohne. Das ist auch wahrscheinlich scheußlich. Ja. Guck mal. Salz hast du vergessen. Sieht schön aus. Salz habe ich vergessen, ja? So, jetzt probieren wir mal den Weißen. Das ist ein Deutscher. Ich bin ja ein großer. Und Pfeffer auch oder nicht? Pfeffer kommt auch gleich. Kannst welchen du gleich. Den Weißen du oder den. Den nimm mal den Weißen, ja? Okay. Danke. Riecht aber lecker. Ja. Guck mal, so eine ungewöhnliche Flasche. Das ist ein deutscher Frankenwein, ein Müller-Thurgau aus dem Franken. Und zwar, was sehr ungewöhnlich ist, der ist im Holzfass gelegen. Da kenne ich überhaupt nicht aus mit deutschen Weinen, aber sollen ja auch gut sein. Die Weißen sind toll, die Roten auch, aber bei den Roten muss man sagen, gibt es natürlich eine größere Auswahl im Ausland. Und die guten deutschen Roten sind sehr teuer. Ja, und in Südfrankreich, da kann man eigentlich alles Landwein kaufen. Ja, irgendein Landwein, alles gut. Den trinkt man dann auch da vor Ort am besten. Probieren wir mal. Das passt nämlich jetzt gleich dazu. Ja. Ungewöhnlich. Ja, der schmeckt ganz. Jetzt sage ich wieder was Falsches. Ich kenne ihn irgendwie so ganz neu, frisch. Ja, ja. Aber er ist, dadurch, dass er aus dem Fass ist. Ich muss noch mal was. So ein bisschen harzig, ne? Ja, nicht harzig, sondern. Auch ich weiß auch nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber er hat einen eigenen Geschmack. Das kommt vom Holz. Ja. Das ist eben, weil es ein, weil er im Fass, im Holzfass ausgebaut ist. Das ist ja bei den deutschen Weinen selten. Die sind ja eher diese leichten Rieslinge, die sind eher aus dem Tank, nur aus dem Metalltank. Aus dem Tank? Ja, Metalltank. Da werden die vergoren. Und nur ungewöhnlich, also dass die. Der den noch mal richtig, das macht ihn natürlich. Ich trinke aber sehr wenig Weißwein, muss ich ehrlich sagen. So ein bisschen im Sommer so als Schorle. Ich bin ein Barbar. Ansonsten nee, das tue ich auch. Nur aber da wäre der zum Beispiel zu schade. Der ist natürlich, ja. Das ist schon was. Ja. Aber ich bin so ein Rotweintrinker. Bist du ein Rotweintrinker? Absolut. Aber zu den Shrimps passt der jetzt ja, stimmt, sehr gut. Hast du recht. So, jetzt gucken wir mal, ob die durch sind. Fast. So. Weißt du, wir können auch noch. Bisschen Baguette. Schneidest du ein Stück ja. Baguette auf? Mach ich. Weil wir vorher von New York gesprochen haben, das war ja früher nicht gerade eine Gourmet-Metropole, aber nee. heute kann man da fantastisch. Soll ich das jetzt einfach so in der Hand rüberbringen? Ja, also, klar. Da kennen wir nichts. Nee. Gut. Guck mal eine raus. Quatsch. So. Guck mal. Das riecht aber echt gut. Ja, doch. Ich glaube, du musst das Gas jetzt ausmachen. Warte mal. So. Wie die geschrumpft sind. Ja. Die schrumpfen. Ja. Danke. So. Jetzt bin ich gespannt. Salz und Pfeffer hast du drauf getan, ja. Ne? Da bin ich mal gespannt. Und das muss man so zusammen essen. Schon durch, ja. Lecker. Also ganz knusprig, komischerweise. Ja, na, durch die Kokos, die. Guck mal, jetzt habe ich vergessen, kann man noch ein bisschen dekorieren. Genau. Ist aber doch scharf. So. Na, naja. Findest du? Ja, so hin. So.
Wirklich? Ich habe gerade eins erwischt. Dann trink einen Schluck Wein. Nein, nein, nein. Da stehe ich durch. Habe ich aus, ja. Aber toll, dieser Kokos ist ungewöhnlich. Was du auch mal ausprobieren solltest, ist Ingwer. Ja, mache ich viel. Lecker, ne? Gut. Oh, toll. Lieb ich. Toll. Aber Tag und deine Tochter, kannst du für die schon kochen? Nee. Die hat irgendwie, am liebsten ist die wirklich Fischstäbchen und Ravioli aus der Büchse. Ja. Und er muss jetzt immer erpressen. Du isst jetzt eine halbe Banane, sonst kriegst du keine Ravioli. Und aber du isst so jetzt ein Stück Apfel, sonst kriegst du keinen Lolli. Aber richtig kochen noch nicht. Nein, die Kinder in dem Alter mögen nur Nudeln und... Wunderbar, danke. Alles hat bestens geschmeckt und wieder was gelernt. Dankeschön.